Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ich habe schon wieder getan und habe mir von Estee Lauder die Blockbuster-Geschichte bestellt. Das ist jetzt die aus dem Jahre 2022 und wenn du mit mir zusammen hineinschauen möchtest, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Vor 2 Jahren oder 3 Jahren habe ich das auch schon mal gemacht und war tatsächlich auch echt hin und weg. Habe ich bei Lyko oder Lyko bestellt für 124,90 Euro. Soll einen Wert von 506,90 Euro beinhalten. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Also die Tasche vom letzten Mal habe ich auch noch behalten, weil die auch so hübsch war. Die hier mag ich auch gerne leiden. Auch wenn sie, ich denke, in der Kamera schöner und hochwertiger aussieht, als sie es tatsächlich ist, weil sie jedoch sehr wabbelig unterwegs ist. Ne? Also es ist jetzt nicht so eine Beauty-Case-Geschichte, die man wirklich auf Reisen mitnehmen kann oder so. Weiß ich jetzt noch nicht. Müssen wir mal gucken, wie die auch so von innen aussieht. Ne? Hier habe ich dann so einen Henkel zum Festhalten und dann halt, ja, goldener Reißverschluss, Sternchen drauf, läuft. Upsala. Eigentlich hatte die liebe Chiquita, Nicole von Chiquita's Place, so eine andere Box vorgestellt auf ihrem Kanal. Und ja, dann habe ich aber bei Lyko geschaut und die hier gesehen. Und okay, das ist natürlich großartig, denn in dieser Tasche haben wir jetzt noch eine Box drin. Wir haben hier halt nicht so Innentaschen oder so, sonst hätte ich halt gesagt, es wäre halt ein richtig cooles Beauty Case, was man dann so mit auf Reisen nehmen kann. Kann's ja auch, ne? Wenn man so ein Mensch ist wie ich, die halt so Make-up-addict ist, kriegt man das Ding sehr schnell sehr voll. Aber ja, kann man dann für andere Sachen wahrscheinlich auch sehr gut nehmen. Und das hier ist jetzt nochmal ein Inlay. Außendrum zu hatten wir auch noch einen Karton gehabt. Also Karton, Karton, Karton. Das ist ja hier nahezu eine Matroschka. Ich bin sehr gespannt. Also ich glaube, gedacht ist es ja eigentlich so als Weihnachtsgeschenk. Ach, Wahnsinn. Und da drin sind natürlich noch weitere Kartons. Aber witzig. Hä? Aber da unten ist leer. Was ist das denn? Hä? Aber da oben drauf sind dann noch einige Kartons. Das ist alles sehr verwirrend hier gerade für mich. Ne? Also ich mache ja mit euch zusammen jedes Unboxing. Es ist jetzt hier nicht irgendwie, dass ich vorher mal mir das auseinandergefriemelt hätte. Was natürlich durchaus professioneller wäre, aber nö. Okay, das ist... Hier unten einfach die Hälfte oder ein Drittel der Box ist komplett leer. Sehr crazy. Also egal. Also es ist halt wirklich eine Riesenbox, wo am Ende halt nicht so große Produkte drin sind, wie das Äußere vermuten lässt, ne? Das ist irgendwie witzig. Okay, wir nehmen zuallererst das erste Kartönchen. Das ist dieses hier. Ich glaube, 5 Original- oder Originalgrößen sollen auch in der Box drin enthalten sein. Und wie gesagt, über 500 Euro Warenwert finde ich persönlich schon hardcore, ne? Ja, Estee Lauder ist nämlich auch sehr hochpreisig. Man muss halt gucken, ob es sich für einen selbst lohnt. Aber selbstverständlich habe ich euch die Box auch in der Infobox verlinkt. Und selbstverständlich war hier auch nochmal Krüppelpapier drumherum. Also das scheint ein sehr teures Produkt zu sein. Estee Lauder Gentle Make-up, Gentle Eye Make-up Remover. 100 ml haben wir hier drin. Das ist einmal dieses hier. Ja, da bin ich jetzt natürlich ganz crazy, weil ich bin eher so ein Typ von Double Cleansing, da verwende ich gerne den ja, Calm Balm zum Beispiel, The Calm Balm von Yepoda. Gibt es aktuell, müsste es aktuell noch geben, 30% reduziert mit Claudis Welt. Und dann bekommst du auch noch The Calm Balm gratis dazu, wenn du über 69 Euro bei Yepoda was kaufst. Aber davon mal ab, ist das, glaube ich, eine ganz gute Geschichte, wenn man so reisen würde. Wobei selbst da würde ich persönlich mein Double Cleansing fortführen. Okay. Dann nehmen wir mal das nächste Raschelteil. Das ist ein Tiegelchen. Tiegelchen ist gut. Das ist die Revitalizing Supreme Plus Youth Power Cream. Und da haben wir drin 15 ml, also quasi eine Jugendlichkeitscreme von Estee Lauder. Wenn ich mich richtig erinnere, so was die Preise raussucht, Geschichte der Adventskalender anging, ist das auch eine sehr hochpreisige Creme. Ich weiß gar nicht, ob ich die schon mal ausprobiert habe und wenn, dann wirklich nur in einer sehr, sehr kleinen Größe, sodass ich nicht langfristig was über die Wirkung sagen konnte, sondern nur, wie die auf der Haut war. Ich mag, ehrlich gesagt, schon sehr gerne das Gefühl der Estee Lauder Produkte auf dem Gesicht. Ich kann das nicht grundsätzlich immer haben, deswegen mag ich persönlich lieber die dekorative Kosmetikreihe von Estee Lauder, ne? Weil ich eine sehr sensible Haut habe und die halt auf die Parfümstoffe sehr
reagiert, wenn ich nicht aufpasse. Aber das finde ich schon mal ganz nice. So, nächstes sehr leichtes Raschelteil. Ja, das dürfte dann eine Augencreme sein. Nee, hä? Youth Power Cream Revitalizing Supreme Plus. Revitalizing Supreme Plus. Youth Power Cream, Youth Power Cream. Ist das die gleiche nochmal? 7 Milliliter. Scheint auf jeden Fall die gleiche zu sein. Dann hast du die hier zum Reisen und die doppelte Größe für zu Hause. Kann man machen. Hätte ich jetzt cooler gefunden, wenn die dafür noch ein anderes Produkt, um eine Produktvielfalt geben zu können, noch mit reingegeben hätten. Hätte Fahrradkette. Dafür haben wir hier von diesem Produkt, was so gut ist, Leute. Eine Full Size. Advanced Night Repair Synchronized Multi Recovery Complex. Und da sind 30 Milliliter drin. Das ist so ein teures Schätzelein. Also wegen solcher Produkte ist der Warenwert auch halt so hoch. Ne? Das ist, ja, hatten wir auch in Adventskalendern jetzt öfters in diesen kleinen Mini-Viechern drin und so, 7 Millilitern und so. Ne? Und hier hast du halt eine Full Size und das ist wirklich, wirklich gut. Es fühlt sich auf der Haut schön an und ich mag das sehr gerne leiden. Und das ist eigentlich so der Grund, meine Erfahrung, weswegen diese Blockbuster-Boxen auch so mega beliebt sind, einfach weil du da, ich glaube, immer auch eine Full-Size von dem Produkt drin hast. Ne? So, noch so ein kleines Ding. Natürlich habe ich ja auch durch meine Hautpflege, die ich generell habe, sehr gute, ja, eigentlich schon eine sehr gute Routine gefunden. Aber sowas zwischendrin ist auch gar nicht so verkehrt. Ich glaube, das dürfte auch schon wieder das Gleiche sein. Also das in groß und in klein. Gut, du kannst es ausprobieren, ob du dann die große Größe behalten willst oder nicht. Aber irgendwie ist es, finde ich persönlich, sehr blöd. Genau, hier haben wir nämlich 7 Milliliter. Das, was wir in den Adventskalendern halt auch drin hatten. Ne? Also das ist halt ein Serum. Ja, das verwendest du vor der Gesichtscreme. Und es sieht süß aus nebeneinander, muss ich sagen. Ne? Also das ist schon wie so eine kleine Familie, die wir hier so haben. Aber ich muss ehrlich gestehen, ich finde es, also hätten sie nicht machen müssen. Dafür hätten sie vielleicht noch irgendwie einen Lippenstift reinpacken können oder so. Aber die haben wir hier, glaube ich, so oder so drin enthalten. Hier zum Beispiel. Oh, vor allem Limited Edition Style, ne? Da haben wir Sternchen drauf. Guck mal, ist das nicht hübsch? Oh, ich mag sowas ja, ne? So Spielereien und so. Oh. Oh, genau. Man kann sich ja auch darin sehen, also das spiegelt. Das heißt, du kannst die so unterwegs mega gut verwenden. Das ist jetzt die Farbe 440 Irresistible von dem Sculpting Lipstick in, also Pure Color Envy Sculpting Lipstick. Und oi, das habe ich noch gar nicht gesehen. Och, guck mal. Erstmal ist das eine richtig schöne Farbe, also der Farbton allgemein. Und dann diese Stanzung da drin. Ich habe jetzt gerade noch ein PR-Paket zugeschickt bekommen. Riecht auch angenehm. So ein bisschen Lippenstift vanillig halt, ne? PR-Paket von Floraces und das ist ja so diese Marke, die kennt man ja auch auf Social Media, das schönste Make-up überhaupt und so, ne? Und das hat Kiko auch schon mal kopiert quasi, also witzigerweise, eine italienische Marke hat von einer chinesischen Marke kopiert, traumhaft. Und Estee Lauder offensichtlich auch. Richtig cool, aber das ist auch, es ist ja auch hübsch, ne, wenn das so ist. Das mag ich gerne leider. Es ist mir zu schade, den irgendwie zu verwenden, aber wird verwendet werden. Das steht vollkommen außer Frage. Oi. Und dann haben wir... Oi, ja, genau. Haben wir hier auch nochmal das... Oh mein Gott, ja. Also richtig, richtig hübsch, auch in dieser Limited Edition quasi, ne? 340 Envious Pure Color Envy Sculpting Lipstick. Und das sind auch Farben, die ich noch gar nicht habe. Das ist also von den... Oh. Von Estee Lauder selber. Auch das riecht sehr, sehr angenehm. Richtig, richtig hübsch. Oh mein Gott, auch diese Stanzung, ne? Das mag ich einfach gerne leiden. Oh, ist das schön. Die Verpackung an sich fühlt sich total billig an, weil die so leicht ist, ne? Also das könnte Estee Lauder tatsächlich noch etwas schwerer gestalten, aber die beiden finde ich so schön gerade. Da freue ich mich richtig, dass ich die Box mir geholt habe. Und dann habe ich hier noch ein Raschelvieh. Da sind wohl die Paletten drin. Und so. Okay, ja. Wollen wir die zum Schluss machen? Komm, ich habe hier nämlich noch ein Raschelvieh in dem Raschelvieh. Das sind auch Full-Sizes. Und zwar, oh,
Also das hier ist jetzt die normale Mascara, die Sumptuous Extreme Lash Multiplying Volume Mascara von Estee Lauder. Das ist diese hier. Die ist auch sehr, 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 sehr hübsch, ne? Die Frau rastet aus. Hat ein passenderweise tannenbaumförmiges Kunstfaserböschen, was einmal so ausschaut. Und die habe ich auch schon öfters mal da gehabt. Riecht halt nach Mascara, aber tatsächlich auch etwas stärker parfümiert, als man das von anderen Mascaren kennt. Und dann ist hier noch, ich glaube, ein Liquid Lipstick drin. Pure Color Envy in der Farbe 107 Tender Trap. Da muss ich mal gucken, ob das ein Liquid Lipstick ist oder ob das ein Lipgloss ist. Weil Liquid Lipstick würde weiter wandern. Wobei, wenn ich das hier in dieser Luftblase sehe, sieht das eher glossy-mäßig aus, was für mich geil wäre, weil ich habe keinen roten Lipgloss. Sagte echt jemand mit wie viel 100 Lippenstiften hinter sich? Keine Ahnung, ich kann ja mal auf der Verpackung nachlesen. Nee, das scheint hier dieser Kissable Lipshine zu sein, ne? Pure Color Envy Kissable Lipshine. Aber, ja gut, hier steht die Farbe nicht bei. Aber das finde ich gut. Lipshine, ne? Also da haben wir wirklich so eine Art Lipgloss, Lippenöl. Das mag ich. Das finde ich toll. Das finde ich richtig cool gerade. Passt jetzt aber nicht, wenn ich mir das drauf machen würde, weil ich habe hier Pink an. Das wäre, wird sich beißen, ne? Sagt man ja so schön. Hier kommen wir dann zu dem ersten. Das ist die Estee Lauder Pure Color Envy Eyeshadow Palette Enchanted Glam. Und diese Dinger sind gar nicht mal so günstig. Die kann man meistens auch nur in diesem Blockbuster-Set halt bekommen. Guckt euch das mal an. Das ist hübsch. Ich hatte das bei der anderen Geschichte, da war ich ehrlich gesagt enttäuscht, ne, von den Produkten, die drin waren letztendlich. Die Lidschatten waren echt sehr, sehr schlecht pigmentiert und die Verpackung war okay, aber nicht überragend. Und das hier erinnert einen doch schon irgendwie so ein bisschen an die Aufteilung von einer Too Faced Palette, aber ja, sieht echt süß aus. Auch hier werden wir nicht so die ultra krass pigmentierten Geschichten haben, aber es ist eher auch dafür gedacht, dass du eine Alltagsgeschichte damit machst. Wobei, wir haben ja auch ein Schwarz mit drin, womit man das Ganze abdunkeln kann. Dann haben wir hier noch einen hellen Ton zum Setten und Ausblenden vielleicht. Ansonsten sind das alles eigentlich schimmernde Töne. Ne? Das finde ich cool. Also das ist definitiv nicht für so einen Look gedacht, aber ich glaube, die Estee Lauder Kundin an sich ist auch eher nicht so... Wie soll ich das sagen? Wobei die Palette, die ich auf den Augen habe, nicht günstig war. Also die hat auch ihre 55 Euro gekostet, ne? Das ist ja die Lethal Cosmetics Evergreen Palette gewesen. Aber das ist ein etwas anderer Kundenkreis, glaube ich, ne? Naja, auf jeden Fall will die Estee Lauder Kundin an sich auch gar nicht so einen Look auf den Augen haben. Ich bin da halt eher so Chameleon-mäßig. Ich mag vieles halt. Dann habe ich noch die Estee Lauder Pure Color Envy Cheek Palette Enchanted Glow. Ich hoffe, ja, Blush Bronzer Highlighter müssen dann ja auch hier drin sein, ne? Schöne Sache. Ja, ja, ja. Oha, aber sehr zart, der Bronzer. Wohingegen der Blush sehr intensiv aussieht. Also sieht hübsch aus, ne? Ei. Ja, kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Wie gesagt, ich habe das in meiner Infobox verlinkt. Ansonsten hat Nicole von Chiquitas Place, Mensch, auch immer mal wieder einen Code. Da könnt ihr bei ihr mal vorbeischauen. Aber ich weiß nicht, ich konnte den jetzt nicht, soweit ich weiß, auf die Blockbuster-Box anwenden. Schöne Produkte. Also, dass diese Produkte knapp 506,90 €, also nicht knapp, sondern 506,90 € wert sein sollen, würde man nicht so denken, wenn man das hier so stehen sieht. Bin ich ehrlich, ne? Aber das mit den 125, was ich für die Box ausgegeben habe, sieht man den Produkten definitiv an, um das mal so zu sagen. Ihr Lieben, schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie ihr die Box so fandet, ob ihr die dieses Jahr auch so feiert wie ich. Und wie gesagt, wenn ihr Lust habt, gerne in der Infobox vorbeischauen. Da habe ich euch die rein verlinkt. Und ja, wenn es euch hier gefallen hat, dann lasst mir doch super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings der Boxen, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich super gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!